Sie haben es geschafft. Ihr Anschreiben und Ihr Lebenslauf sind gut angekommen und Sie werden zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Aber was soll man da eigentlich anziehen? Und wie wichtig ist überhaupt das richtige Outfit? Ganz nach dem Motto, der erste Eindruck zählt, spielt das Outfit beim Bewerbungsgespräch eine wichtige Rolle. Und die Wahl des richtigen Outfits ist ja gar nicht so einfach, denn zum einen sollte es natürlich für die ausgeschriebene Stelle, für das Unternehmen, aber auch für die Branche angemessen sein. Und zum anderen, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, sollte man sich darin wohlfühlen. Denn wenn ich mich jetzt selber in meinem Outfit nicht wohlfühle, strahle ich das natürlich auch dem anderen gegenüber aus. Grundsätzlich gilt aber immer, dass man in einem Blazer, in einem Sakko kombiniert mit einer eleganten Jeans oder auch einer schlichten Hose in gedeckten Farben kaum was falsch machen kann. Und bei den Damen empfiehlt es sich natürlich in Sachen Schminke, Schmuck, aber auch Parfüm, weniger ist mehr. Gut angezogen geht es also in Richtung Bewerbungsgespräch. Aber Sie sind zu früh dran. Was ist besser? Überpünktlichkeit? Pünktlichkeit? Oder kommt man doch besser ein paar Minuten zu spät? Also auf die Pünktlichkeit wird bei jedem Vorstellungsgespräch großer Wert gelegt. Unpünktlichkeit oder beziehungsweise unpünktliches Erscheinen ist ein absolutes No-Go. Deswegen empfiehlt es sich, dass man so ca. 15 Minuten für Unvorhergesehenes immer mit einplant. Also die Zeit eher großzügiger als wie knapp einplanen. Und wenn man es dann aber dennoch nicht rechtzeitig schafft, sollte man den Gesprächspartner oder beziehungsweise das Unternehmen umgehend darüber informieren. Das zeigt dann auch von Zuverlässigkeit. Wenn man deutlich zu früh dran ist, kann das aber auch den falschen Eindruck erwecken. Also hier empfiehlt sich, dass man sich maximal 15 Minuten vorher beim Empfang oder beim Gesprächspartner meldet. Der Recruiter bietet Ihnen ein Getränk an. Aber wofür sollten Sie sich entscheiden? Kaffee? Wasser? Oder doch lieber dankend ablehnen? Natürlich ist es einem immer selbst überlassen, ob und was man zum Trinken haben möchte. Aber es empfiehlt sich grundsätzlich, das Getränk, ein Glas Wasser oder einen Kaffee, immer dankend anzunehmen. Denn gerade wenn man nervös ist und wenn man viel redet, bekommt man einen trockenen Hals. Und da kann natürlich dann das Glas Wasser die Rettung sein. Die Nervosität steigt. Auf welche Fragen sollten Sie jetzt gut vorbereitet sein? Jeder Rekruter wird natürlich nach den fachlichen Kompetenzen und Fähigkeiten fragen. Da wird zum einen der Lebenslauf abgefragt und da kann dann auch sehr genau nachgefragt werden. Also warum man sich jetzt genau für diese Ausbildung, für diese Schule, für diese Lehre oder auch für diesen Studiengang entschieden hat. Also einfach zum beruflichen Werdegang. Und natürlich werden auch Fragen zur eigenen Person gestellt. Das Unternehmen muss jetzt auch für sich abklären, ob das Persönlichkeitsprofil ins Unternehmen passt. Da treten dann die ganz klassischen Fragen auf, die wir alle kennen, nach den eigenen Schwächen und Stärken. Beschreiben Sie sich selbst? Wo sehen Sie sich selbst in 5 Jahren? Die ganz typischen Fragen, die wir eigentlich alle kennen. Und zu guter Letzt, und eine ganz wichtige Frage, ist natürlich die Motivation des Bewerbers. Also warum hat er sich genau für diese Stelle in diesem Unternehmen beworben? Alle Fragen zur Ausbildung und Motivation haben Sie gut gemeistert. Doch dann kommt die gefürchtete Frage nach den eigenen Schwächen. Welche Antwort kommt hier beim Recruiter am besten an? Ehrlichkeit währt am längsten und jeder Mensch hat Schwächen. Menschen, die behaupten, sie hätten keine Schwächen, wirken unnatürlich und nicht authentisch. Also wenn mir jetzt der Recruiter nach meinen Schwächen fragt, kann ich da ruhig eine meiner Schwächen ehrlich zugeben. Man sollte aber dann immer gleich im Anschluss hinzufügen, wie man konstruktiv mit dieser Schwäche auch umgeht. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ein Problem damit habe, dass ich vor einer großen Gruppe spreche oder Präsentation halte, kann man ja gleich hinzufügen, dass man dabei ist, dass man das übt, dass man vor Freunden spricht oder vor der Familie oder auch, dass man vorhat, dass man in Zukunft einen Rhetorikkurs besucht. Am Ende des Gesprächs angekommen, bietet der Personaler an, noch eigene Fragen zu stellen. Sollte man eigene Fragen vorbereitet haben? Und wenn ja, in welche Richtung? Unbedingt. Also die Fragen, die man zum Schluss bzw. am Ende des Bewerbungsgesprächs stellen kann, sind oder können wirklich essentiell für den Erfolg oder Nicht-Erfolg des Jobinterviews sein. Zum einen zeigt es natürlich, dass sich der Bewerber vorab mit dem Unternehmen und mit der ausgeschriebenen Stelle beschäftigt hat. Und zum anderen hat natürlich auch der Bewerber die Möglichkeit, dass er offene Fragen abklärt und so das Unternehmen besser kennenlernen kann. Weil es ist ja auch für ihn wichtig und er muss ja auch selbst für sich eine Entscheidung treffen.
Mein Tipp für zukünftige Bewerbungsgespräche ist, dass man einfach mit einer positiven Grundeinstellung ins Gespräch geht. Man muss sich immer vor Augen halten, dass man nicht grundlos zum Gespräch eingeladen worden ist, dass man schon andere Bewerber hinter sich gelassen hat und dass sie natürlich auch die Recruiter darauf freuen, dass man sie endlich kennenlernt. Und dann klappt's auch mit dem Job. Nähere Infos über Lehrstellen und Jobangebote finden Sie auf www.salzburg-ag.at/karriere.